Moin Moin und herzlich willkommen hier zum ersten Turnier auf Timoja, was mit meinem eigenen Kit bestritten wird, denn ich habe heute für einen Tag Premium auf Timoja und ich habe hier gerade das Gefühl, dass meine FOF nicht richtig eingestellt ist. Doch ist sie aber und ich wollte bei 10 starten, das heißt es geht direkt los, denn ich habe auf Twitter einen Tag Premium gewonnen. Na gut, gewonnen kann man es nicht nennen, denn alle, die den Hashtag Timoja am Dienstag in den auf Twitter geschrieben haben, die haben einen Tag Premium bekommen und ich war einer von denen, die dabei waren. So, kriegst einmal den. Der hat dich irgendwie nicht getroffen, mein Freund. Warum auch immer. Dafür treffe ich dich jetzt ziemlich gut, hoffe ich mal. So, ich habe dich um einiges besser getroffen. Komm, da haben wir schon mal den ersten Sieg in der Tasche. Ich weiß, dass ich hier nicht Erster werden werde beim Turnier. Ich habe jetzt schon 3 Turniere oder gespielt, bin einmal im Finale ausgeschieden und bin sonst noch früher gestorben. Also, ich werde das, falls ich früher ausscheide, werde ich auf jeden Fall das Finale aufnehmen und das dann so machen, aber denn nicht noch ein Turnier anfangen. Ich habe gerade richtig Spaß daran an diesem Turnier. Es bringt richtig viel Spaß. So, warum? Was machst du da, mein Freund? So, oh Mann, warum war der so schlecht? Komm in den Nahkampf, mein Freund. Ich will kämpfen. Ich will kämpfen. Ja, und da haben wir den Kampf trotzdem gewonnen. Obwohl wir schon so geschwächt waren, weil der Gifttrank. Ich habe einen Gifttrank 2 da reingehauen. Also, der ist so heftig. Der ist so stark. Da müssen wir richtig doll aufpassen. Da habe ich auch selbst immer Angst. Falls ich den in der Hand habe, habe ich immer Angst. Ich werfe den nach vorne und durch den Speed, was ich habe, laufe ich in diesen Gifttrank rein. Da habe ich ein bisschen Angst vor, aber ist bis jetzt noch nicht passiert. Und ich hoffe, wir schaffen es jetzt erstmal weiter. Wie viele sind hier noch drin? Es sind wirklich noch alle 10 Spieler dabei. Ich habe auch extra 10 genommen, damit es eine gerade Anzahl ergibt und niemand aussetzen muss. Nachher muss jemand aussetzen. Am besten wären 16 oder 8. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber wir sind jetzt mit 58 PP und Tobias Fu die einzigen, die weitergekommen sind. Direkt mit 2 Siegen. Aber ich habe vorhin schon irgendwie im Chat gelesen gehabt, dass dieser Tobias Fu hackt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt noch finde. Oder ob das zu weit oben ist. Was steht da? Oder stand irgendwas? Oder stand da 2Es? Auf jeden Fall habe ich irgendwas mit Tobias Fu im Chat gelesen. Da bin ich mir sicher. Irgendwas habe ich da gelesen. Könnt ihr vielleicht nochmal zurückspulen. Oder nicht. Ist euer Ding. Und ja, guck mal. Zum Beispiel, der ist schlau. Gove, ab 16 Leuten geht's los. Weil denn wäre so, aber na gut, meistens gehen sowieso noch die Spieler raus, deswegen, also es lieben manche schon davor, deswegen mit 16 wird es auch nicht viel besser sein, also es ist schon ganz okay, so wie wir es gemacht haben, glaube ich jetzt, und ich hoffe einfach mal, dass wir die Vorrunde überstehen, dann werden wir noch das Finale so ein bisschen kommentieren und dann wird das schon laufen, hoffe ich. So, ich glaube, jetzt kommen wir in die nächste Runde, das war bestimmt das letzte Duell und jetzt spielen wir gegen 58 PP und ich würde mal sagen, wir haben eine reelle Chance, denn ich habe bis jetzt noch nicht so viel über 58 PP gelesen. Und er ist schon mal vergiftet, würde ich sagen. Zwar nicht viel, aber wir haben ihm 3 Hits mitgegeben. Er hat uns noch gar keinen 4. Er hat uns seinen ersten. Und er hat gleich den Dingsentrank eingesteckt. Und wir haben ihm noch einen Hit mitgegeben. Und da haben wir ihn destroyed. Das war mal richtig nice. Das war mal richtig nice. Gleich wieder den Gifttrank reinhauen. Dann geht's los. Und es machen gerade so viele Turniere, weil alle, einfach alle diesen einen Tagesteil da haben von Timoja Server. Oder war ich ein bisschen dicht dran? So, den kriegst du. Und dann hoffe ich mal. Oh ne, das war schlecht von mir. Oh oh. So, wir haben ihn 2-mal im Pfeil getroffen und jetzt straven wir ihn. Super. Und somit haben wir das 2. Spiel auch gewonnen. Wir gucken jetzt mal, wie Tobias Fu spielt, weil ich weiß nicht, ob ich da Hex gelesen habe oder dass er so schlecht sein soll. Auf jeden Fall hat er mit 8 Herzen gewonnen. Also so schlecht wird er wohl nicht sein, denke ich mal. Jetzt spielen wir gegen Yannick 274. Ein ehrenwürdiger Gegner, würde ich sagen. Er läuft direkt auf mich zu, will jetzt einen Pfeil schießen, trifft den ersten Pfeil nicht. Jetzt nimmt er seinen Trank und wir werfen ihn jetzt einfach mal ab. Und es hat ihn, glaube ich, ganz gut getroffen. So, das hat uns aber auch gut getroffen. Wir müssen jetzt raufgehen. Ihn hat es aber auch getroffen. Wir hauen jetzt einfach mal rauf. Wir hauen einfach rauf. Einfach irgendwie random raufhauen. Er wollte gerade seinen Heilungstrank nehmen, aber es hat er nicht geschafft. Und somit haben wir das erste Spiel in der 3. Runde gewonnen. Aber wir sind, glaube ich, sowieso schon sicher weiter, bin ich der Meinung. So, du triffst uns nicht, mein Freund. Willst du ja erstmal noch auf Bogenkampf gehen, oder was? Bin nicht ganz so schlecht im Bogen, aber du scheinst besser zu sein als ich. Nein, du scheinst besser zu sein. Ist er hinter mir? Nein! Wie kann man den Trank so schlecht werfen? So, den dürfen wir aber haben. Wir sind hinter ihm direkt. Ja, da sind wir gut ausgewichen. Können wir jetzt mal raufgehen. So, wir haben ihn den ersten Hit, er hat uns aber auch einen Hit und er hat, glaube ich, noch seinen Heiltrank, da müssen wir aufpassen. Zur Not müssen wir uns ein bisschen zurückhalten. Nein! Oh, nee, er hatte seinen Heiltrank nicht mehr. Perfekt, da haben wir die 3. Runde auch für uns entschieden. Jetzt geht's los mit den K.O.-Runden. Wir spielen jetzt gegen Tube Hive und Hive
hört sich immer ziemlich gefährlich an. Yannick schreibt uns, dass wir hacken. Das habe ich gerade noch so eben gesehen. Oh, shit. Komm. Den kriegst du den nämlich heftiger um die Ohren. Ja, wir haben ihn viel besser getroffen. Nein! Shit, das war natürlich umso schlechter. So, dafür haben wir jetzt zweimal damit getroffen und jetzt zweimal wieder. Ja, den haben wir sicher. Perfekt. Das war mal ein richtig guter Kampf. Ein richtig, richtig guter Kampf. Da kann selbst ein Hyfer nichts machen. Ich war auch bei Hive-Spiel, weiß ich nicht, aber Cube Hive. Und er sagt jetzt noch Ping Player. Unser Ping ist hier auf Timoja auf 100. Also, Ping Player. Was willst du tun? Komm lieber auf mich zu, mein Freund. So. Ich denke mal, wir haben dich da getroffen. Der letzte, der ich bin, ist ein Ping Player. Perfekt. GG, da haben wir diesen Cube Hive schon mal gezogen. Er wird jetzt noch irgendwas mit Ping schreiben. Komm, irgendwas mit Ping haust du noch raus, mein Freund. Sonst wäre ich echt enttäuscht von dir. Komm, Cube Hive. Cube Hive HD, easy, schreibt jemand. Das war aber nicht er selber. Ne, er wird wohl nichts mehr schreiben. Wir gucken einfach mal, wer jetzt unser nächster Gegner ist. Tobias Fu. Und das wird schon das Halbfinale sein, denke ich mal. So, erstmal den Krank hier nehmen. Und Tobias Fu soll gut sein, Leute. Das habe ich schon. Das habe ich jetzt schon entnommen. So, du triffst uns erstmal nicht. Oh! So, wir haben ihn aber richtig heftig mit diesem Trank getroffen. Und jetzt kriegt uns trotzdem. Er kriegt uns trotzdem. Wir waren einfach viel zu schlecht. Shit. Cube Hive schreibt jetzt nochmal. Warte, guck dir das an. Übertreibt dein Live-Ping-Player, aber oder Hacker, aber das war übler Ping. Ich wusste, er schreibt noch was. Ich hab's euch gesagt. Ich hab euch ganz genau so gesagt. Er wird noch was schreiben. Okay, er holt jetzt seinen Bogen raus. Das war natürlich ganz schlecht von uns. Wir haben aber schon zwei Bogenhits drin. Er auch. Er hat seinen dritten drin. Okay, wir müssen einmal zurückziehen. Und den... Nein! Nein! Nein. Was machen wir denn? Wir sind jetzt aus dem Turnier ausgeschieden. Aber ich glaube, das war schon das Halbfinale. Es sind noch drei Spieler verbleibend. Das heißt, wartet mal kurz, dass wir jetzt das Finale sehen. Wir sehen jetzt das Finale zwischen Tobias Fu und Untenstrich GG10. Eine spannende Partie. Bis jetzt mit Vorteilen seitens Tobias Fu, der ihn ziemlich weghaut da. Und Tobias Fu gewinnt mit 6 Herzen das erste Duell. Also ins Finale hätten wir auf jeden Fall einziehen können. Und wären wir ins Finale eingezogen, hätten wir diesen Kampf auch für uns entscheiden können. Leider sind wir jetzt nicht so weit gekommen, aber wie wird die zweite Runde verlaufen? Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter weg. Schalten hier in den Spectator-Mode so ein bisschen. Ah, hallo, Spectator-Mode. Und das ist ein spannender Kampf. Ein spannender Kampf. Und Tobias Fu gewinnt die zweite Runde nicht. Nicht. Das heißt, wir begeben uns jetzt in eine dritte Runde. Wer ist das? Das ist Gio. Ne, Gio heißt der Gio. Schnell mal gucken. GG10. GG10. Mit dem Bogenkampf hier. Die GG10 wird ziemlich getroffen vom Bogen Tobias. Hat, glaube ich, noch keinen Bogen getroffen. Die Hits kommen beide gleichzeitig. Einmal mit der Angel von... Oh, das wird richtig spannend. Beide kämpfen ohne Tränke. Da kam der erste Trank von Tobias Fu. Hat Gio aber nicht getroffen, sobald ich jetzt die Namen noch richtig im Kopf habe. Ja. GG. Ich meine GG10, nicht Gio. Ich denke hier immer an Julians Block Rap Battle. Aber dabei ist das hier was ganz anderes. Es ist ein spannender Kampf zwischen Tobias Fu und G10. G10 entscheidet diesen Kampf für sich und somit ist G10 der Sieger des Turniers. GG. G. Ne, Untenstrich. GG10. So, und dann hoffe ich natürlich, euch hat das erste Turnier auf meinem Kanal gefallen. Ich habe jetzt auch leider nur für einen einzigen Tag Premium auf dem Timoja-Server bekommen. Das heißt, die Turniere können jetzt nicht so oft gemacht werden. Ich versuche, wenn morgen das One vs. One Turnier von MC Expert früh ist, da irgendwie reinzukommen. Aber ich kann euch das nicht versprechen, weil mein Premium läuft auch ab. Eigentlich wollte ich das erst morgen benutzen alles. Aber, wie man so gerne sagt, war der Plato zu doof und ist aus Versehen auf den Server gejoint. Und somit ist mein Premium leider abgelaufen. Wenn das Turnier morgen erst spät sein sollte. Also, ich hoffe natürlich, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.